Die Bhagavad Gita, der Gesang des Erhabenen. Die Erstausgabe von Robert Boxenberger vollständig neu überarbeitet und herausgegeben von Olaf Thaler, Hallathardas. Inhaltsverzeichnis. Geleitwort, Vorwort, Einführung, erster Gesang, Arjunas Verzweiflung, Vishad Yoga. Zweiter Gesang, der Pfad der Unterscheidung, Sankhya Yoga. Dritter Gesang, der Pfad des Handelns, Karma Yoga. Vierter Gesang, der Pfad des göttlichen Wissens, Gyan Yoga. Fünfter Gesang, der Pfad des selbstlosen Handelns, Karma Sanyas Yoga. Sechster Gesang, der Pfad der ungetrübten Andacht, Dhyana Yoga. Siebter Gesang, Wissen vom Höchsten, Jhana Vijnana Yoga. Achter Gesang, das Hinführen zum Höchsten, Taraka Brahma Yoga. Neunter Gesang, der verborgene Schatz, Raja Guya Yoga. Zehnter Gesang, die Füllen des Höchsten, Vibhuti Yoga. Elfter Gesang, die Offenbarung der allumfassenden und alldurchdringenden Gestalt Gottes, Vishwarupa Darshana Yoga. Zwölfter Gesang, der Pfad der liebenden Hingabe, Bhakti Yoga. Dreizehnter Gesang, die Unterscheidung zwischen Materie und Geist, Prakriti Purusha Vibhaga Yoga. Vierzehnter Gesang, die drei Grundeigenschaften der materiellen Natur, Guna Traya Vibhaga Yoga. Fünfzehnter Gesang, die höchste Person, Purushottama Yoga. Sechzehnter Gesang, die göttlichen und die nicht-göttlichen Eigenschaften, Devasura Sampada Yoga. Siebzehnter Gesang, die drei Arten des Glaubens, Shraddha Traya Vibhaga Yoga. Achtzehnter Gesang, der Pfad der Freiheit, Moksha Yoga. Anmerkungen, Glosar, Literatur und Quellenangaben, Verzeichnis der Strophenanfänge, Aussprache des Sanskrits.